Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Und hier geht es heute darum, wie du richtige Hunter findest. Also Rainmaker. So findest du echte Hunter in 5 Schritten. Da habe ich mir ein paar Punkte überlegt. Ich glaube, das ist auch ganz spannend. Ich möchte aber vorher nochmal wirklich Danke sagen. Weil ich von dir draußen, von dir da als Hörer so tolles Feedback bekomme jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Das motiviert mich natürlich und ich freue mich da total drüber und möchte jetzt die anderen daran gerne teilhaben lassen, weil ich schon glaube, dass es auch wichtig ist, das zu würdigen, das Feedback, und auch zu sehen, was das mit den Hörern so macht, was ich hier Dingen die letzten 1,5 Jahre so für dich aufgenommen habe. Ich lese mal gerade so ein paar die letzten iTunes-Rezensionen vor. Also das kannst du natürlich auch gerne machen, da freue ich mich auch super drüber, ich gucke da auch immer rein. Also einfach auf iTunes gehen und dort den Podcast auswählen, da gibt es dann Bewertungen und Rezensionen und da dann eine Rezension hinterlassen. Wie gesagt, ich schaue mir die immer an, also die so von den letzten Tagen. Da schreibt Konzentrationsmodus, ein sehr schöner Name. Neulich erst auf YouTube das Gesicht dahinter gesehen. Vielen Dank für erstaunlich reiche Tipps, die ich auf meine Spufi-Ausbildung anwende und weitergebe. Also wir haben ja jetzt auch einen YouTube-Kanal, wo die ganzen Folgen hier auch drauf sind, also wo du auch das Gesicht dazu mal sehen kannst. Gut, ist natürlich nur begrenzt spannend, weil ich meistens einfach in die Kamera gucke und versuche intelligent auszusehen und was zu erzählen. Dazu haben wir aber einmal in der Woche auch immer ein Video, wo wir ein bisschen die Folge davor erklären und nochmal Zusatznutzen geben. Also zum Beispiel zum Thema Vorteil, Merkmal, Benefit oder Merkmal, Vorteil, Benefit zu Spin Selling und so weiter und so weiter. Also das vielleicht mal reingucken, wenn du es noch nicht gesehen hast. Dann schreibt Peter Jung von der VR Bank, tolle Inhalte, sehr praxisorientiert. Im Auto der erste und wichtigste Podcast für mich. Unbedingt abonnieren. Danke, weiter so. Oder von und zu D schreibt am 20.09. Eher zufällig bin ich bei Folge 50 auf den Podcast gestoßen und seither ist er aus meiner Liste nicht mehr wegzudenken. Ich bin täglich 2 Stunden mindestens im Auto unterwegs und freue mich jedes Mal auf eine neue Folge. Neben den wahnsinnig spannenden Interviewgästen, die weitere neue Perspektiven zu den Themen mitbringen, überzeugt Chris natürlich auch durch seinen eigenen Erfahrungsschatz und seine geschilderten Erlebnisse. Ich selbst bin nicht im Vertrieb tätig, aber als HR-Business-Partner steht man den Führungskräften ja mit Rat und Tat zur Seite. Das sind meine ganz persönlichen Kunden, die ich auch von neuen Ideen überzeugen darf. Zum Teil rekrutiere ich auch, durch das Hören vom Vertriebsfunk habe ich da auch schon oft viel mitgenommen. Fragen stellen, nicht totquatschen und vor allem Mindset. Besonders gefallen mir die kurzen Zusammenfassungen zu spannenden Themen, aber auch die Folgen mit den Buchempfehlungen anderer Podcaster, wobei mich auch die Empfehlungen von Chris sehr mitreißen. Die neue Aufstellung gefällt mir sehr gut, daher auch mein Fazit und absolute Weiterempfehlung. Dieser Podcast ist nicht nur für Vertriebler eine Bereicherung. Danke Chris auch für die Zeit, die du nimmst beim Beantworten von Fragen. Bitte weiter so. Ja, also wir haben ja ein neues Konzept gemacht. Früher hatten wir ja 2 Interviews und eine Einzelfolge pro Woche. Jetzt haben wir ein Interview, eine Einzelfolge, also ein Einzelthema und dann nochmal eine kurze Folge hinterher, wo wir da nochmal eine Zusammenfassung machen, ein paar ergänzende Informationen bringen. Also da würde ich mich natürlich dein Feedback auch interessieren. Also das war sehr positiv. Am 23.09. schreibt Doku oder D0K0. Hallo Christopher, vielen Dank für diesen hervorragenden Podcast. Ich als Außendienstlerin kann aus fast jeder Folge etwas mitnehmen, habe mir mittlerweile alle deine Folgen angehört. Wow, das sind schon 216 oder sowas. Besonders gut gefallen mir die Folgen zur Rhetorik und Gesprächsführung. Auch Interviewfolgen mit Vertriebsleitern und zuletzt dem Einkäufer eröffnen immer wieder neue Perspektiven. Bin schon gespannt auf weitere Folgen. Um deinem Wunsch gerecht zu werden, Podcast-Wünsche zu äußern, Optionen zur Weiterentwicklung im Außendienst, außer Führungskraft werden, Interview mit Live-Coaching zur Gesprächsführung. Okay, also da werden wir mal was zu machen, das passt sehr gut. Neurobert schreibt, hallo Herr Funk, die Folge Merkmal, Vorteil, Benefit.
hat mir wieder super gefallen und die Inhalte sind genial. Haben Sie die Quellen zu den angesprochenen Studien? Das Thema interessiert mich sehr, da ich oft sehr kurzen und auch längeren Sales Cycle im Verkauf habe. Ich freue mich schon auf die Folge der Bedarfsergründung und bin gespannt, wie Sie das sehen. Weiter so. Okay, also die Studie zu dem, das gehört ja zu dem Bereich Spin Selling. Da haben wir ja einzelne Bereiche besprochen. Also von Neil Rackham Spin Selling. Der Begriff ist auch geschützt. Also da geht es um dieses Buch und die Quelle ist auch dieses Buch. Also die ganzen Studien sind in dem Buch Spin Selling drin. Ich verlinke das nochmal unten in den Show Notes. Da gibt es auch schon ein paar neue Auflagen. Kann ich nur empfehlen. Ist wirklich cool. Also ich habe es da nochmal gelesen. Die Folgen sind auch cool. Die Studien sind alle in dem Buch drin. Das Thema Bedarfsergründung, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil eigentlich ist Spin, also Situationsproblem, Implikationsfragen und Need-Payoff-Fragen, das ist ja eigentlich die Bedarfsergründung. Was ich nachher nochmal machen wollte, das habe ich auch angekündigt, ist nicht die Bedarfsergründung, sondern die Gesprächseröffnung. Also wir haben jetzt diese Fragetechniken, die ich super, super wichtig finde, die echt ein Muss sind für jeden Verkäufer, die drauf zu haben und sich darauf vorzubereiten. Dann sind wir auf das Thema, den Unterschied zwischen Merkmal, Vorteil und Benefit eingegangen, auch mega, mega wichtig. Dann kommt jetzt nochmal eine Folge zum Thema Einwandbehandlung, die daraus hervorgeht und noch eine Folge zum Thema, wie ich das Gespräch eröffne. Und das kommt alles aus diesem Bereich Spin-Selling von Neil Rackham. Ja, also die beiden Sachen kommen noch. Dann schreibt HDH und so weiter. Ein super Podcast mit spannenden und interessanten Themen rund um den Vertrieb. Definitiv hörenswert und versucht einem den morgendlichen Weg weiter so. Also vielen, vielen Dank. Bitte, wenn du mal Zeit hast, dich hinzusetzen. Auf dem Handy ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, aber auf dem Rechner geht es relativ einfach. Dann schreib mir doch auch eine iTunes-Rezension, gerne auch mit Vorschlägen. Also ich nehme die auf und die Themen werden hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit behandelt. So, dann habe ich noch ein paar Feedbacks von Xing. Da schreibt, hallo Christopher, super Podcast, höre mir täglich bei der Fahrt zur Arbeit. Ich bin seit 2 Jahren in Einstellung bei einem 40-Personen-Unternehmen, das bis vor ca. 6 Monaten ein Top-Arbeitsklima hatte. Nun ist das gesamte Klima extrem giftig geworden und wenn man durch die Gänge geht, arbeiten die Leute lustlos einfach vor sich hin. Die Geschäftsführung versucht jetzt die Reißleine zu ziehen und plant eine Firmenausfahrt, um die Motivation wieder zu steigern. Aber die Leute sind mittlerweile so demotiviert, dass niemand will. Oh weia. Ich finde, das ist grundsätzlich der komplett falsche Ansatz. Die guten Kollegen haben jetzt alle gekündigt, weil die Geschäftsführung einfach nichts für das Klima tut und sich auch nichts ändert. Gibt es ein paar Tipps, wie du beisteuern kannst, wie man die Leute wieder motivieren kann? Oder soll ich auch meine Reißleine ziehen? Das wäre grundsätzlich eine spannende Podcast-Folge in Richtung, Felge ist auch nicht schlecht, wann trenne ich mich von Mitarbeitern, obwohl sie Umsatz bringen? Beste Grüße. Ja, vielen Dank. Also sowas finde ich immer super spannend, auch aus der Praxis. Du hast es ja in vielen Unternehmen, also wenn in einem Unternehmen die Stimmung mies ist, dann liegt das prinzipiell immer an den Führungskräften. Weil die Führungskräfte dafür verantwortlich sind. Die sind dafür verantwortlich, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen, wie die miteinander umgehen, welcher Ton dort gepflegt wird. Das liegt alles in der Verantwortung der Führungskräfte. Und wenn die Stimmung mies ist, ist das die Verantwortung der Führungskräfte. Punkt. So, und die Führungskräfte und dann einen Ausflug zu machen, das ändert eigentlich nichts, weil es muss sich eigentlich was im Verhalten und in der Führung verändern. Und ich als Mitarbeiter muss mir das genau angucken, was für Führungskräfte habe ich hier vor mir. Das gilt übrigens auch für das Thema Bewerben. Also es ist essentiell, dass du in Kontakt zumindest mit der direkten Führungskraft kommst, bevor du dich zu einem Jobwechsel entscheidest. Weil die eigentlich darüber bestimmen, ob dein Job gut oder schlecht ist. Oft sind es nochmal die da drüber, aber die musst du auf jeden Fall sehen. Ja. Und ich als Mitarbeiter muss mir halt genau überlegen, okay, was habe ich hier für Führungskräfte, wie führen die, wie denken die und ist das eine Umgebung, in der ich gerne mittel- und langfristig arbeiten möchte oder nicht.
Und gut, jeder macht mal Fehler, das ist vollkommen okay, aber meistens ist das ja eher eine prinzipielle Frage. Gut, hier steht ja, dass es seit 6 Monaten, dass sich erst gekippt ist. Das spricht eigentlich dafür, dass da irgendjemand Neues dazugekommen ist, der jetzt gerade den Laden auf links dreht und kaputt macht. Das muss man sich natürlich auch kritisch angucken und dann auch irgendwann überlegen, ob das noch deins ist und dann eventuell auch andere Wege gehen. Die Frage, wann trenne ich mich von Mitarbeitern, obwohl sie Umsatz bringen, ist ja nochmal andersrum. Das wäre jetzt aus Sicht der Führungskraft gesehen. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Die ist auch kritisch, weil du hast natürlich immer Verkäufer, also bei dem Challenger Sale gibt es ja diesen Typ auch einsamer Wolf, die sich nicht besonders gut führen lassen, die meistens auch nicht das machen, was die Führungskraft will, die aber halt gute Umsätze bringen. Und das ist meiner Ansicht nach auch okay. Also es muss nicht jeder zu 100% nach den Regeln spielen und im Team sein, also nach den internen Regeln, also nach den gesetzlichen Regeln würde ich sagen schon. Das ist auch nicht tolerabel oder auch nach den moralischen Regeln. Aber wenn die internen Spenden Leute sagen, naja, ich mache es anders und das funktioniert, dann würde ich den Leuten auch einen gewissen Freiraum lassen. Es sei denn, es untergräbt halt dein System. Also ich spreche ja immer von Systemvertrieb, da kommen wir jetzt auch gleich in der Folge drauf zu sprechen. Die kommt dann auch noch, dauert noch ein kleines bisschen. Und wenn du Leute hast, die das System in Frage stellen, das ist okay, bis zu einem gewissen Punkt, aber die das System untergraben, da muss man natürlich gucken, ob man die für sich gewinnen kann, aber irgendwann ist dann auch der Punkt überschritten, wo man sagen muss, okay, du bringst zwar die besten Umsätze, aber du killst mein System und deswegen musst du gehen. Und das ist eine harte Entscheidung, die aber auch getroffen werden muss. Genauso wie du als Mitarbeiter dich von toxischen Führungskräften trennen musst, musst du dich als Führungskraft von toxischen Mitarbeitern trennen. Auch schon als Fürsorge für die anderen und für das Unternehmen. Es gibt ja den schönen Spruch, du wirst dafür bezahlt, nicht nur dafür bezahlt, was du tust, sondern auch, was du nicht tust. Ja, und ich sage immer, es ist besser, ist eine schlechte Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. So, und Entscheidungen sind Führungsaufgaben. Und wenn du 50-60% der Entscheidungen richtig triffst, dann bist du gut. Kann besser werden, aber das ist okay. Aber wichtig ist, Entscheidungen zu treffen, daraus zu lernen und besser zu werden. Das war dieses Feedback. Ich habe noch 2, dann kommen wir zur Folge. Hi Chris, erst einmal vielen Dank für deinen tollen Podcast. Im März habe ich diesen zum ersten Mal gehört. Jetzt habe ich alle Folgen viele mehrfach durch. Wow, da hast du echt dran gearbeitet. Durch die Folge mit Stefan Heinrich habe ich nur noch dessen Podcast komplett gehört. Auch das ist eine Herausforderung. Der ist nämlich wirklich fett, aber empfehlenswert. Du hast mich dazu inspiriert, in den Vertrieb zu wechseln. Wow, aktuell bin ich Servicetechniker im Außendienst. Das Buch Verkaufen statt Bewerben funktioniert super. Also ich habe ein Buch geschrieben mit Dirk Reuter zusammen. Das heißt Verkaufen statt Bewerben, wo du halt Verkaufstaktiken auf deinen Bewerbungs-, auf deinen Karriereweg anwenden kannst. Das habe ich auch schon einige Teile davon immer wieder hier besprochen. Das verlinke ich dir auch mal unten in den Shownotes. Ist schon ein bisschen älter, aber meiner Meinung nach aktuell wie eh und je. Dann schreibt er weiter, dass gestern war ich in Essen auf der Security, die größte Messe in meinem Fachbereich. Dort konnte ich direkt die Entscheider ansprechen und das ist so geil gelaufen. Ich habe von 2 Unternehmen Kategorie A auf meiner Liste direkt eine Einladung in die Firmenzentrale bekommen, inklusive Übernachtung. Die anderen bekommen meine Unterlagen und haben schon mal einen guten Eindruck von mir. Das Feedback war auf alle Fälle durchweg positiv. Die 1000 Kilometer haben sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, super, freut mich total. Eine Story hätte ich noch zum Thema Führungskräfte, schreibt er dann noch. Natürlich wollte ich mich im Unternehmen weiterentwickeln. Im Gespräch mit dem Chef meines Vorgesetzten war dessen Kernaussage, dass er keine Stelle herzaubern kann und dass ich mich selber kümmern muss. Anführungsstrichen, mir ist doch egal, was Sie machen, solange Sie nicht kündigen. Und kündigen können Sie eh nicht, ohne Berufserfahrung wird Sie niemand nehmen, hat er wortwörtlich zu mir gesagt. Ich habe nur kurz überlegt, ihm deinen Podcast zu empfehlen, aber dann meine Klappe gehalten und beschlossen zu kündigen. Also noch einmal vielen Dank für deinen tollen, gehaltvollen Podcast und dafür, dass du mir auf dem Weg zum Vertriebsprofi hilfst. Also vielen Dank nochmal für das Feedback. Vielen, vielen Dank. Ich möchte das gerne zurückgeben.
Ja, also das ist für mich und für uns hier natürlich auch eine Menge Aufwand, diesen Podcast zu produzieren. Ich bin ja im Kern ein Headhunter, das heißt, ich unterstütze Unternehmen dabei, die richtigen Vertriebsmitarbeiter zu finden. Und der Podcast ist ja so eine Art Hobby von mir. Und deswegen ist so ein Feedback natürlich super, weil wir merken, dass wir auf der richtigen Spur sind. Und hier, was der angesprochen hat, was der Vorgesetzte gesagt hat, das geht ja eigentlich in dieselbe Richtung wie das davor, ne? Also Führungskräfte sind für das Wohl und Wehe einer Organisation, einer Mannschaft und der einzelnen Mitarbeiter verantwortlich, ne? Und da geht es ja darum, was die sagen, wie die denken und was sie tolerieren und wie sie natürlich führen. Und das ist das Schwerste der Welt. Also eine gute Führungskraft sein ist sehr, sehr schwierig, weil es immer sich widerstrebende Kräfte sind. Ja? Aber wenn jemand sowas sagt, dann drückt das ja auch eine gewisse Nichtwertschätzung aus. Ja, und von so jemandem muss man sich trennen. Das ist so. Ja, wenn du Karriere machen willst und du wirst ja einen Großteil deiner Zeit in deinem Job verbringen, musst du dir halt auch genau angucken, für wen du das machst. Also du machst es natürlich für dich, aber für welche Führungskräfte? Und die Welt ist groß und breit und es gibt jede Menge coole Jobs da draußen und es gibt wenig Gründe, einen Scheißjob zu machen und für Idioten zu arbeiten. Dann das letzte Feedback von Fetja. Lieber Christopher, vielen Dank dir, deinem Team und der Community für den tollen Podcast. Dank dir und deinem Team war das eins der erfolgreichsten Jahre meines Lebens. Dank Vertriebsfunk habe ich in diesem Jahr an meinem ersten Triathlon erfolgreich teilgenommen. Stundenlanges Fahrradfahren und Laufen hätte ich ohne den Podcast nicht geschafft. Das Zuhören hat ganz tolle Früchte getragen. Am 10. Oktober 2017 hatte ich meinen ersten Tag im Vertrieb gehabt. Nach nicht einmal einem Jahr wurde ich mehr oder weniger abgeworben und darf jetzt in einem ganz tollen Team, einer ganz tollen Branche mit ganz tollen Produkten Attacke machen. Gerne teile ich meine Story mit der Community, weil ich der lebende Beweis für den Erfolg deines Podcasts bin. Vielen Dank, euer Fetja. Ja, da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Also wenn ich sowas bewirken kann, dann habe ich ja schon ein paar Sachen richtig gemacht. Also vielen, vielen Dank. Und du siehst auch, das Feedback hilft mir, auch den Podcast in die Richtung zu drehen, wie das sein muss. Du siehst, wir experimentieren ja auch viel und manchen Leuten gefällt das eine besser, manchen das andere. Das ist auch gut so. Aber wie gesagt, die Themenvorschläge und so weiter, die von dir kommen und das Feedback, was dir geholfen hat, was dir gefallen hat. Also Fetja hat ja quasi in zwei Lebensbereichen sich weiterentwickelt. Also er hat sportlich richtig was gemacht. Das freut mich umso mehr. Ich habe übrigens am letzten Samstag, kannst du auch auf Facebook mal gucken, meinen ersten CrossFit-Wettkampf gemacht. Das war an meinem Geburtstag. Ich mache jetzt seit 3 Jahren CrossFit. Ja, mein Ziel, das ich mir gesetzt hatte, ist, dass ich erstmal an einem Wettkampf teilnehme und das überlebe. Das habe ich geschafft. So, und jetzt werde ich mir neue Ziele setzen. Das war ziemlich cool. Also mir hat es Spaß gemacht. Habe auch nur 3 Tage Muskelkater gehabt. Aber es war echt ein tolles Erlebnis und ich bin gerade dabei, mir jetzt neue Ziele zu überlegen. Aber ja, davon wirst du dann auch hören. So, 18 Minuten läuft der Podcast schon. Dann gehen wir jetzt noch mal kurz rein in das Thema oder kurz und intensiv. Rainmaker, so findest du echte Hunter in 5 Schritten. So, Unterschied zwischen Hunter und Farmer sollte eigentlich jedem soweit klar sein. Also ein Hunter ist jemand, der sich schwerpunktmäßig um das Neukundengeschäft kümmert und der Gegenbegriff dazu ist der Farmer, der sich ja um das Bestandskundengeschäft kümmert. Das eine und das andere ist nicht besser oder schlechter. Es kommt immer darauf an, was du willst. Wenn du systematisch neue Kunden akquirieren willst und das auch skalieren möchtest, dann macht es sicherlich Sinn, sich wirklich über Hunter Gedanken zu machen. So Leute, die nur Neukundengeschäft machen, was aber auch bedeutet, dass wenn die Kunden akquiriert haben, dass sie die abgeben. Wir hatten hier Dirk Gleisner im Interview, Vertriebsleiter von MEWA Mietwäsche. Der hat eine reine Hunter-Organisation. Die machen nur Neukundengeschäft. Ich glaube, insgesamt 600 Mann. Und wenn die Hunter durch sind, also die Vertriebsmannschaft sind insgesamt 600 Mann, wenn die Hunter den Kunden akquiriert haben, die machen so Berufsbekleidung und Putzlappen, dann geben die die ab, damit sie genug Energie haben, Neukunden zu gewinnen. So, wie findest du jetzt diese Hunter? Man spricht ja auch von Rainmakern, ne? Also es sind so Leute, die ganz viel Umsätze vielleicht sogar schon mitbringen.
Ich bin bei Rainmakern immer skeptisch. Ne? Weil wenn du jemanden einstellst, der Kunden und Geschäften mitbringt, dann heißt das ja, dass der Kunde mehr an dem Verkäufer dranhängt als am Produkt oder Service. Also siehst du das oft bei Versicherungen oder Vermögensanlagen im Maklerumfeld und so weiter. Aber sagen wir mal, bei einer professionellen Service-Dienstleistung oder bei einem Produkt finde ich das schon merkwürdig, wenn die Kunden wirklich nur am Verkäufer hängen. Also das heißt eigentlich auch, dass das Unternehmen irgendwas falsch gemacht hat und du willst eigentlich nicht so ein Unternehmen haben oder so ein Vertriebsteam haben, wo die Kunden rein an den Verkäufern hängen. Da macht es schon mal Sinn, sich drüber nachzudenken. Ne? Wenn das tatsächlich so ist, dann kann es natürlich schon Sinn machen, Leute reinzuholen. Oder aber du hast halt ein Geschäft, wo die Persönlichkeit des Verkäufers entscheidend ist. Ne? Also Leute, die, wenn du jetzt im kurzen Sales-Cycle bist, was weiß ich, Treppenlifte oder so, wo du sagst, okay, das sind einfach Verkäufer, die das drauf haben, dann gehen wir aber schon eher Richtung Systemvertrieb, weil die einfach wissen, wie man verkauft. Ne? Anders ist es vielleicht, wenn du einen besonders exklusiven Entscheiderkreis hast, an die du verkaufst, an die du halt über normale Vertriebswege nicht drankommst. Also gibt ja Leute, die du nicht anrufen kannst, die stehen nicht im Telefonbuch, also so Vorstände und so weiter. Da musst du halt Zugang haben, die muss man persönlich kennen, also so CEOs oder Leute, die auch in einem Alumni-Club drin sind, also so ehemaligen Club oder die ein besonderes Netzwerk haben. Da kann das schon mal Sinn machen, sich jemanden reinzuholen, der halt Zugang zu dieser Zielgruppe hat. Dann ist aber auch klar, wo du den findest. Ne? Das muss jemand sein, der dort quasi schon gut vernetzt ist und verkauft. Ne? Ich bin ja ein Freund von Konzept- oder Systemvertrieb. Und der neue Rainmaker für mich ist halt jemand, der in einem System funktioniert und der, sag mal, grundsätzlich Eigenschaften mitbringt, die einen guten Hunter ausmachen. Und die habe ich ja in mehreren Podcast-Folgen schon zur Genüge erläutert. Also das sind so Themen wie Fleiß. So trivial das ist. Ne? Also jemand, der mehr Besuche macht als andere. Und teilweise siehst du eine Organisation, die machen halt, da gibt es Leute, die machen doppelt so viele Besuche, die machen dann halt einfach auch mehr Umsatz. Vielleicht nicht doppelt so viel, aber die machen deutlich mehr Umsatz, weil sie einfach fleißiger sind. Ja? Dann der Wille, der da drin ist, der Wille zu gewinnen, vielleicht auch der Wille, richtig viel Geld zu verdienen, das gehört mit dazu. Die Leute, die sagen, ich möchte mich gerne weiterentwickeln. Ja, ich bin noch nicht fertig, ich möchte gerne dazulernen, jeden Tag. Leute, die eine gewisse Resilienz haben, also die nicht anfangen ins Kissen zu heulen, wenn ein Kunde mal Nein gesagt hat oder ihnen irgendjemand mal unfreundlich war oder die Tür zugeschlagen hat, die halt sagen, okay, das gehört halt dazu zum Verkaufen. Leute, die den Wettbewerbsgedanken pflegen, die sich halt gerne mit anderen messen und die ungern verlieren. Ja, also gute Verkäufer sind schlechte Verlierer, da stehe ich zu. Und Leute, die es halt können, ne? Also die das Vertriebshandwerk beherrschen. Und das ist ja auch ein Handwerk. Also es kann eine Kunst sein, aber jede Kunst beginnt eigentlich mit einem Handwerk. Ne? Also jemand, der virtuos und mit Leidenschaft auf seinem Verkaufsinstrument spielen kann. Ne? Und wenn du solchen Leuten begegnest, ja, und denen zuhörst, das ist eine Wonne für mich, dazu zu hören. Ja? Weil man einfach merkt, die können es. Also das fängt vielleicht damit an, dass du einen Gesprächsleitfaden auswendig lernst und Einwandbehandlung und so weiter. Und je mehr du das machst, je öfter du das lernst, je mehr du dazu lernst, umso besser wirst du. Ich vergleiche das auch so ein bisschen mit Judo. Wenn du jemanden siehst, der richtig, richtig gut Judo kann, das ist cool. Das sieht aus wie Ballett. Weil das halt, weil jede Bewegung, jede Attacke, jeden Block einfach 100.000 Mal geübt hat. Und das dann einfach kann und dann fängt er an zu improvisieren. Und das siehst du halt bei guten Verkäufern auch. Und auch wenn du noch nicht so weit bist, geht es halt darum, dass du daran arbeitest, dahin zu kommen. Ne? Also ich bin immer ein bisschen erstaunt bei Leuten, die sagen, nee, ich bin fertig. Ich bin so, wie ich bin und das kann ich halt nicht und das kann ich sehr gut und so weiter. Also sich auch selber zu hinterfragen. Ne? Also die Einstellung ist, glaube ich, hier auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ne? Und wenn du solche Verkäufer hast, wenn du von denen genug hast, dann hast du im Vertrieb kein Problem mehr. Dann, das garantiere ich dir, das läuft. Ja? Du musst nicht das beste Produkt haben, du musst die richtigen Verkäufer haben. Ja? So, und dafür, das ist jetzt der Punkt 2, also der erste Punkt war, gibt es überhaupt Rainmaker und wann wo? Und was macht einen, meiner Meinung nach, einen modernen Konzeptverkaufs-Rainmaker aus. Das zweite ist,
Wenn du anfängst, Hunter einzustellen, dann musst du auch das richtige Umfeld schaffen. Hunter brauchen ein Hunter-Umfeld. Ja, also ich habe es ganz oft gesehen als Personalberater, ich mache das ja auch nicht seit gestern, wenn ein Kunde gesagt hat, ja, wir haben hier eine Pharmaorganisation, die Account Manager, die haben so 80% Bestandsgeschäft und ich brauche jetzt mal so einen Hunter, der da mal richtig Gas gibt, der da das neue Geschäft ranholt. Das soll der einzige sein, das funktioniert typischerweise nicht, weil die Pharma finden den blöd, ja? Meistens findet die Führungskraft den auch blöd, das funktioniert nicht. Ja? Also du musst hier auch ein Umfeld schaffen und das hängt auch was mit der Führung zu tun, wo ein Hunter sagt, hier macht es Spaß. Also ich habe ja vorhin gesagt, die sind wettbewerbsintensiv, die wollen sich messen, die wollen die Besten sein. Das finden Leute, die eher im Farming unterwegs sind, so in der Kundenbetreuung und so weiter, finden das meistens nicht so lustig. Ja? Weil die sich halt auch mit anderen Themen beschäftigen. Also Hunter brauchen ein Hunter-Umfeld. Dann musst du Verkaufshindernisse niederwalzen. Die Leute müssen halt auch in der Lage sein, relativ einfach Abschlüsse zu erzielen. Und da einfach mal gucken, okay, wie lange dauert es denn, um zu verkaufen, wo sind die Probleme? Und je einfacher das wird, ne? Also das heißt, möglichst einfache Angebotserzeugung. Ne? Mit wem muss ich alles sprechen, um so ein Angebot zu kriegen? Was brauche ich alles, um einen Abschluss zu erzielen? Dass du das halt möglichst einfach machst. Also wir haben das hier auch immer wieder gemacht, auch bei uns, und gesagt, okay, wie können wir das Angebot so einfach wie möglich machen? Wir haben uns zum Beispiel auch hier gegen AGBs entschieden. Ne? Weil AGBs ist immer ein riesen Diskussionsgrund und so weiter. Bei uns gibt es keine AGBs, weil ich dann darüber schon mit dem Kunden nicht reden muss. Der Abschluss wird einfacher. Und wir haben einige Leistungen, die wir früher als Zusatzleistung verkauft haben, einfach in das Angebot mit reingemacht, weil dann ist es so ein Komplettangebot. Und dann sagt der Kunde, ja cool, kann ich unterschreiben. Super. Ne? Also Verkaufshindernisse niederwalzen. Dann das Thema Führung. Ne? Du musst, also wenn du einen Pharma-Vertriebsleiter, eine Hunter-Organisation führen lässt, das funktioniert nicht. Ja, andersrum funktioniert es auch nicht. Also wenn du eine Hunter-Organisation hast, dann musst du dich entweder selber damit beschäftigen, wenn du diesen Geist hast, oder du musst halt jemanden einstellen, der sich damit beschäftigt. Weil das ist auch der erste Hunter, dann auch die erste Führungskraft, aber auch den nicht allein lassen. Einer alleine geht meistens ein. Das ist einfach so. Ja? Obwohl das keine Teamplayer sind, aber die wollen halt auch ein Umfeld haben, mit dem sie sich messen können. Wenn die alleine rumlaufen und alle Leute schneiden die, das funktioniert typischerweise nicht. Ne? So, das heißt, du brauchst die Führung, du musst ein System aufsetzen. Ich sage immer Track and Trace, ne? Also das ist wirklich das, was die tun. Was haben die, wie viele Termine haben die, was ist in der Kundenpipeline drin, wie viele Angebote sind draußen, wie ist die Conversion Rate zwischen Termin zu Angebot, Angebot zu Auftrag, was ist die durchschnittliche Auftragsquote, das musst du tracken und tracen und dann vielleicht auch die Leute gegeneinander laufen lassen, die sagen, okay, der hat so und so viele Angebote in der Pipeline, der so und so viel, der hat so und so viel Umsatz gemacht, der hat so und so viele Termine gemacht, das muss alles da sein. Ne? Also das Thema Pipeline Management, dafür brauchst du typischerweise ein anständiges CRM-System. Und du musst natürlich dir auch Gedanken darüber machen, wer macht was. Ne? Also der klassische Fall, dass du halt einen Hunter einsetzt, der quasi von der Recherche der Kunden, die er eventuell angeht, über die Telefonate, die Terminvereinbarungen, die Besuche, die Angebote, das Projektmanagement bis zum Abschluss und vielleicht darüber hinaus noch, ist eher schwierig, weil es gibt wenig Leute, die das alles gut können. Ja, also ein richtiger Hunter, der ist ja möglicherweise auch ein bisschen kürzer getaktet, der will halt schnell zum Erfolg kommen und will sich nicht ewig lang mit irgendwelchen Recherchen auseinandersetzen und so weiter. Da macht es natürlich Sinn, die Leute darauf zu setzen, was sie am besten können. Also wenn jemand hast, der beim Kunden richtig gut ist und dort viele Abschlüsse erzielt, dann würde ich dafür sorgen, dass der nur noch das macht und nicht tausend andere Sachen. Punkt 3, Geld lacht. Du musst ein Provisionssystem aufsetzen, das für Hunter attraktiv ist. Hunter wollen fette Beute, wie Dirk Reuter mal sagt. Fette Beute, ja, die wollen große Aufträge holen oder viele Aufträge oder viele große Aufträge. Die wollen Deals machen und die wollen auch dafür gefeiert werden und sie wollen auch dafür belohnt werden. Ja? Also hier ein möglichst einfaches Provisionssystem, nicht zu kompliziert und ungedeckelt. Ja? Also ein Provisionssystem für Hunter, das gedeckelt ist, wo du sagst, okay, bis zur Umsatz so und so kriegst du Provision, danach nicht mehr, ist kontraproduktiv. Ja? Also du siehst das immer wieder, dass die Leute dann irgendwie, die letzte Woche des Monats ist für mich immer ruhig, weil da mache ich nichts mehr. Also wieso? Ja, weil da habe ich mein Umsatzziel erreicht, da kann ich eh nicht mehr verdienen. Ja? Sowas willst du nicht. Das willst du nicht. Bezahl die Leute gut und wenn sie viele Aufträge holen, sollen sie auch richtig viel Geld verdienen.
Ja, im Zweifelsfall mehr als du und mehr als der Geschäftsführer, weil was Besseres kann dir nicht passieren, wenn die Marge stimmt. Was Besseres kann dir nicht passieren. Ja? Also anständiges Provisionssystem, einfach, ungedeckelt, leicht zu tracken, nicht zu viele Parameter und es muss natürlich auch immer was mit dem direkten, mit den Aktivitäten des Verkäufers zu tun haben. Ne? Und nicht irgendwie tausend andere Sachen. Ja? Also wenn er einen Auftrag holt, dann kriegt er eine Provision und nicht, wenn er irgendwie irgendwelche Recherchedienstleistungen oder irgendwas ins CRM-System einträgt. Ja? Das kann vielleicht eine Voraussetzung sein, dass es die Provision gibt, aber das wird nicht einzeln incentiviert. Nicht zu kompliziert. Stichwort Incentives, also das macht auch Sinn, dass man irgendwie vielleicht noch einen Wanderpokal rumgibt. Also wir haben jetzt gerade hier bei uns bei den Telesales-Leuten einen Terminator eingeführt. Das ist so eine Oscar-Figur. Kriegt immer der, der am meisten Termine gemacht hat an einem Tag, der kriegt diese Figur bei sich auf den Tisch gestellt. Und die betteln sich jetzt darum, wer den kriegt, weil die da Spaß dran haben. Ja? Also Terminator war jetzt nicht so teuer, aber ist trotzdem cool. Oder irgendwelche Preise vergeben und so weiter. Gut, gibt es ja in dem IT-Umfeld auch, was weiß ich, President's Club und so weiter und so weiter. Also sowas finden die immer cool. Ne? Muss vielleicht nicht von Anfang an sein, aber immer im Blick halten und immer wieder Abwechslung reinbringen. Immer was Neues. Hunter wollen Abwechslung. Ne? So, wie kriegst du diese Hunter? Also das Beste ist, wenn du Hunter selber huntest, wenn du sie jagst. Wenn du eine Stellenanzeige machst, dann nimm bitte nicht die 0815 Stellenanzeige, sondern nimm eine, die Hunter anspricht. So, und die Sachen, die ansprechen, habe ich ja schon gesagt. Da geht es darum, Deals zu machen, da geht es darum, viel Geld zu verdienen. Das heißt, vielleicht macht es da sogar Sinn, eine Gehaltssumme reinzuschreiben, die Art des Firmenwagens, ja, wenn es ein schönes Auto ist, das da reinzuschreiben. Und Hunter, die sind auch nicht so auf Team und wir haben uns alle lieb und wir sind ein soziales Unternehmen und so weiter. Die interessieren andere Sachen. Und in der Stellenanzeige stehen dann auch diese Sachen drin. Und nicht das, was den Personal interessiert, sondern das, was den Kunden, das heißt den Kandidaten interessiert. Ja? Vielleicht auch ein cooles Video dazu machen, ja, mit dem Hunter-Team, wie sie vielleicht irgendwas feiern oder sonst irgendwas. Das kann auch funktionieren. Facebook-Ads wäre auch eine Idee. Habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, Video und Facebook. Also wenn du eine Stellenanzeige machst, bitte texte die dann auch so, dass Hunter nicht einschlafen, wenn die den ersten Satz lesen, sondern das muss halt dann auch krachen. Ja? Und eventuell nicht Hunter nennen, weil die Leute suchen nicht nach Hunter. Vielleicht sucht ein Hunter auch nach Key Account Manager, weil das halt so ein Begriff ist, der mittlerweile über alles gebügelt wird oder Account Manager. Aber in der Stellenanzeige muss schon klar, okay, hier geht es darum, neue Kunden zu gewinnen und du hast den Freiraum, alles zu erreichen, was du willst und kannst dann ungedeckelt auch Provisionen bekommen, solche Themen. Ne? Du kannst natürlich Hunter auch selber ansprechen, also wenn du wirklich in deinem Umfeld schaust, okay, wer sind denn da die Leute, die wirklich Neukundengeschäft machen? Oder vielleicht auch nicht in deinem Umfeld, sondern Leute, die nah dran sind, ne? Über Xing oder LinkedIn. Einfach mal mit den Leuten also eine Kontaktanfrage stellen. Ich habe ein Profil gesehen, das ist ja super spannend. Und wenn die das dann bestätigen, vielleicht nochmal sagen, okay, wir bauen hier gerade ein Hunter-Team auf. Ich habe gesehen, sie sind ja auch in dem Umfeld unterwegs. Vielleicht kennen sie ja jemanden, für den das spannend sein kann. So in der Richtung, das geht auf jeden Fall. Also ich bin ja selber Headhunter. Wir machen das noch ein bisschen ausgefeilter und ein bisschen viel intensiver. Ein bisschen sehr viel intensiver. Aber ich würde auch jedem empfehlen, sich selber da mal umzugucken und was zu machen, bevor er zu uns kommt. Empfehlungen sind natürlich super wichtig. Also und wenn du anfängst, Hunter aufzubauen, frag dich selber auch nach Empfehlungen. Wen kennt ihr denn aus eurem Umfeld, aus euren ehemaligen Firmen und so weiter, wer richtig Gas geben kann? Weil die kennen halt auch die Leute, die Heavy Earner, die kennen die. Ne? Und auch hier immer dann denken beim Hunting, in den meisten Fällen ist die Einstellung wichtiger als die Erfahrung. Die Einstellung ist wichtiger als die Erfahrung. Ja? Und du siehst das auch oft bei Huntern, wenn die in ein gewisses Alter kommen, die leiern auch so ein bisschen aus. Ja? Weil oft sind die dann irgendwann mal auf ihrer Spur drauf und irgendwann ermüden die auch und sind dann halt einfach auch nicht mehr so bissig, wie du es vielleicht haben willst. No? Kommt immer noch an, was für ein Geschäft du hast. Wenn du große Geschäfte hast, die nur mit auf C-Level abgewickelt werden, Leute, die da für dich die Deals eintüten, dann kann das sein. Aber Leute, die halt eher so im hochdrehenden Geschäft sind, da muss man halt auch mal gucken. Also da ist die Einstellung meiner Ansicht nach wichtiger als die Erfahrung. Ja, was auch für junge Hunter immer eine Chance gibt. No? Ja, und wenn du wirklich eine Hunter-Truppe aufbauen willst, meine Empfehlung, also selber die Instrumente nutzen, die es gibt, Facebook, Videos, Stellenanzeigen und so weiter.
Netzwerk nutzen und dann halt einen professionellen Headhunter ranlassen, der aber auch wirklich weiß, was der Unterschied zwischen einem Hunter und einem Farmer ist und was der richtige Hunter für dich ist, und den das machen lassen. Ist so. Ja. Und der fünfte Punkt ist möglicherweise der wichtigste. Das ist, du kannst auch Hunter selber züchten. Du kannst Hunter selber züchten. Ja. Du kannst Hunter selber machen. Ja. Das heißt, wenn du ein System schaffst, wo du auch Leute reinbringst, ich sage ja, Einstellung ist wichtiger als Erfahrung, wo du Leute selber reinbringst, das gilt auch für dich, wenn du Karriere machst, wenn du irgendwo ein System findest, das dich weiterbringt, das dich systematisch ausbildet und das dich jeden Tag besser macht, dann geh dahin. Das ist ganz oft, dass Leute zu mir sagen, ja, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, ich bin Anfänger im Vertrieb, ich will mich weiterentwickeln. Wäre einer meiner Tipps, also entweder gehst du zum Mittelständler, wo du sehr viel erreichen kannst und schnell vorankommen kannst, oder du gehst in ein System, ja, wo du systematisch daran geführt wirst, ein Top-Verkäufer zu werden. Das ist cool. Ja, also wie bei den Marines oder den SEALs und so weiter. Ne? Also, und du kannst natürlich auch so ein System schaffen, ne? Wo du sagst, ich kann eigentlich jeden hier reinstecken, der die richtige Einstellung mitbringt und die richtigen Grundvoraussetzungen. Ja? Das heißt nicht 10 Jahre Vertriebserfahrung und promovierter Ingenieur, sondern Grunderfahrungen. Und wenn ich ihn in das System reinstecke, wird er zu einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einem Top-Verkäufer. Und das ist cool. Also das bedeutet auch hier wieder, du schaffst ein System, du brauchst die richtigen Führungskräfte, du brauchst ein Ausbildungs- und Entwicklungssystem und du brauchst Geduld, weil das geht nicht von heute auf morgen. Und du wirst, ganz viele Sachen werden nicht funktionieren, bis du das wirklich in place hast. Aber wenn du es hast, hast du halt ein sich selbst verstärkendes System, was sehr, sehr hilfreich sein kann. Also Beispiel, du fängst an im Innendienst, du stellst Leute an, die eigentlich nur terminieren, dann und die Leute können sich dann vielleicht in den Außendienst entwickeln, wenn sie das 1 oder 2 Jahre gemacht haben, dann sind die tippitoppi fit, die kennen deine Produkte, die kennen deine Services, die wissen, wie man mit Kunden umgeht, die wissen, wie man schwierige Gespräche führt, dann bildest du die Stück für Stück aus, weil der Pitch draußen und die Gespräche draußen sind natürlich andere als im Innendienst bei der Terminierung, aber du bildest die Stück für Stück aus, die Leute, die wollen und können, ne, und die performen, und so baust du dir Stück für Stück eine Top-Hunter-Außendiensttruppe auf, weil die Leute halt auch richtig heiß sind und sich eigentlich darauf freuen, rauszukommen und mehr für sich zu erreichen. Und das kann man auch mehrstufig machen, da gibt es eine Menge Sachen. Wir bauen jetzt hier gerade bei uns auch eine Sales Academy auf, wo es unterschiedliche Entwicklungswege gibt, die gehen können, Richtung Teamleitung oder Richtung mehr Verantwortung. Und dann hast du halt eine Mannschaft. Ich habe ja vor kurzem eine Folge aufgenommen, da ging es darum, was Gewinner von Verliererteams unterscheidet oder High-Performer von Underperformern. Und da stand so ein schöner Satz, dass so ein High-Performer-Team, die sind auf einer Never-Ending-Mission. Ja? Höchstleistung, Erfolg, gewinnen und der Welt beweisen, dass sie die Besten sind, das jeden Tag von neuem. Ne? Und wenn du dir so eine Truppe zusammengebastelt hast oder selber aufgebaut hast, oder eingestellt hast, dann kannst du deine Welt aus den Angeln heben. Ja, das hört sich doch schon mal nicht so ganz unspannend an. So, das war meine Folge zum Thema Rainmaker. So findest du echte Hunter in 5 Schritten. Ich will nur noch mal kurz die 5 Schritte. Das erste, noch mal genau überlegen, okay, gibt es die Rainmaker in meiner Branche überhaupt? Ist es gut, dass es die gibt? Muss ich vielleicht irgendwas ändern? Ja, also es kann sein, dass du einen besonderen Zugang brauchst, dass du nur zu den Geschäftsführern, Vorständen durch musst, dann kann es sein, dass du solche Leute dringend brauchst. Aber ich bin halt eher ein Fan von dem neuen Rainmaker, der halt in einem System funktioniert. Dann musst du für Hunter, wenn du sowas machst, das richtige Umfeld schaffen. Oder auch wenn du jetzt schon eine Hunter-Truppe hast, guck mal, ist das wirklich das richtige Umfeld, dass die echt performen können? Ne? Hunter brauchen ein Hunter-Umfeld. Welche Hindernisse haben die beim Verkaufen? Das ist auch ein Riesenthema. Also einfach mal die Frage stellen, okay, was sollten wir beibehalten mit dem, wie wir es tun hier bei dir im Vertrieb? Und was sollten wir zusätzlich machen? Und was sollten wir nicht mehr tun? Einfach mal diese Frage stellen im persönlichen Gespräch oder im Vertriebsmeeting. Was sollten wir beibehalten? Was sollten wir dazunehmen? Und was sollten wir weglassen? Und ich stelle auch öfter mal die Frage, okay, was können wir tun, um dich erfolgreicher zu machen? Was kann ich tun, um dich erfolgreicher zu machen? Ja? Also das Umfeld schaffen, das war der Punkt 3.
Dann der Punkt 2. Der Punkt 3 ist, ein Provisionssystem aufsetzen, das Hunter-gerecht ist. Ja, also Hunter wollen fette Beute, das soll ungedeckelt sein, es muss einfach sein, es muss eine positive Bestärkung geben. Ja, also wir sprechen ja von positiver Bestärkung und so eine positive Bestärkung ist halt auch immer zeitabhängig. Ne? Wenn du zu einem Hund Sitz sagst und der Hund macht Sitz und du kommst eine Stunde später wieder und sagst brav, dann hat es nichts gebracht. Ja, okay, also unsere Zeitspanne ist vielleicht ein bisschen länger, aber wenn du halt ein halbes Jahr später sagst, ja, das, was du vor einem halben Jahr da gemacht hast, war toll und dafür kriegst du jetzt Betrag X, dann ist das viel zu weit weg. Ne? Also je näher das dran ist, das hast du gut gemacht, dafür kriegst du die Belohnung, umso besser funktioniert das. Ist einfach so. Ne? Incentives kannst du machen. Dann Hunter jagen. Ne? Also Stellenanzeigen für Hunters müssen halt auch Stellenanzeigen für Hunter sein. Du kannst Direktansprache machen. Wenn du es systematisch machen willst, meine klare Empfehlung, such den Headhunter und such dir einen, der sich damit auskennt. Oder dann halt Hunter selber machen. Also eine eigene Zucht aufbauen, ein System, ein Konzept schaffen mit der richtigen Führung, mit ausreichend Geduld und einigermaßen tiefen Taschen, weil das braucht einfach seine Zeit und da gehen auch eine Menge Sachen schief, bis es richtig funktioniert und dann halt ein Entwicklungssystem schaffen, in dem du Hunter von Anfang an Stück für Stück ausbilden und aufbauen kannst. Das war diese Folge, 41 Minuten, ein bisschen länger für eine Standalone, aber mir war es halt nochmal wirklich super, super wichtig, dir was zu erzählen über das Feedback, das ich bekomme und dich vielleicht auch selber ein bisschen zu motivieren, mir Feedback zu geben, weil das mir hilft. Ein letzter Satz noch. Wir sind mit ein paar ziemlich coolen Kollegen und Companies demnächst in Berlin zu sehen, am 11. Oktober 2018. Da gibt es das Sales Bootcamp und das ist vor allen Dingen für Startups geeignet. Das ist ein halber Tag mit wirklich coolen Vorträgen, wie man ein Sales-System aufbaut, das skalierbar ist, wie man mit einem Sales-Team und einer Telefonleitung Leads in Kunden umwandelt, wie du für neue Kunden den roten Teppich ausrollst und wie du mal eine Mannschaft gezielt zusammenstellst. Das kommt eher von mir. Das heißt, da mache ich das gar nicht mal, also ich bin da nicht dabei, sondern mein Vertriebsleiter, der Markus Konrad. Also es ist eine ziemlich coole Veranstaltung von den Leuten, die da sind. Das findet in den Räumen von RENT24 am 11. Oktober in Berlin statt. Ich verlinke das mal unten, wenn das für dich interessant ist. Wäre cool, wenn du da mal reinschaust und vielleicht auch den Markus persönlich kennenlernst. Ich bin zu dem Zeitpunkt in einem anderen Camp und deswegen kann ich da leider nicht kommen. So, das war die Folge. Vielen Dank für deine Geduld. Schön, dass du zugehört hast. Danke, dass du einschaltest. Danke, dass du mein Hörer bist. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Und bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss.